Wir werden jetzt eine Darmspiegelung durchführen. Genauso wie bei einer Magenspiegelung ist der Patient überwacht. Das heißt, er hat hier am Finger, das können Sie vielleicht nicht genau sehen, er hat einen Sensor für die Sauerstoffsättigung, dass genügend Sauerstoff im Blut ist. Der Patient bekommt auch eine Sauerstoffzufuhr über die Nase. Verborgen unter dem Hemd des Patienten sind EKG-Elektroden, das heißt, wir können den Herzschlag überwachen. Und er hat eine Blutdruckmanschette. Das heißt, während der Untersuchung wissen wir immer Bescheid über die Sauerstoffversorgung, über den Herzschlag und den Blutdruck. Die lebenswichtigen Funktionen sind also unter Kontrolle. Und der Patient schläft, bekommt ein Schlafmittel, genauso wie für die Magenspiegelung. Ich habe das Untersuchungsgerät bereits in meiner Hand. Zwei Personen zur Assistenz, eine Kollegin von der Pflege, die mir beim Bedienen des Gerätes und bei Eingriffen mich unterstützt, und eine zweite Pflegekraft, die den Patienten überwacht und das Schlafmittel appliziert, natürlich unter meiner Aufsicht. So, jetzt wird das Gerät erst einmal eingeführt. Der Patient schläft, bekommt nichts mit. Und jetzt ist es so, dass wir uns jetzt bereits schon im Dickdarm befinden. Hier kann man sozusagen, befinden wir uns in der Nähe des Darmausganges. Und das erste Ziel besteht darin, das Gerät jetzt einfach in den Dickdarm einzuführen. Der Dickdarm ist circa einen Meter lang. Und da dauert es ein paar Minuten, bis man dieses eine Meter überwunden hat. Es ist so, dass man, um besser zu sehen, Entschuldigung, muss ich gerade adjustieren, um besser zu sehen, wird auch in diesem Fall Luft in den Darm hinein gepumpt. Das hört sich schlimmer an, als es ist. Wir benutzen als in diesem Fall, weil es für den Patienten am bequemsten ist, Kohlendioxid. Das ist für den Patienten besonders angenehm, da das Kohlendioxid vom Körper dann auch sehr schnell auch nach der Untersuchung abgebaut wird und der Patient weniger Krämpfe hat. So, also wir führen das Gerät, wie Sie sehen, in das Labyrinth des Dickdarms ein. Dickdarm hat sehr viele Kurven, muss man auch ein bisschen Geduld haben und muss mit viel Feingefühl und mit Steuerung um diese Kurven herum manövrieren. So, ist es so, dass man natürlich auch beim Einführen des Gerätes in den Dickdarm natürlich auch schaut, und wenn einem etwas auffällt, dann wird das natürlich auch beachtet, aber die tatsächliche Untersuchung des Dickdarms wird dann auf dem Rückweg durchgeführt. Im Augenblick besteht das Ziel darin, das Gerät fortzuführen bis an den Anfang des Dickdarms sozusagen. Wir müssen also diesen Meter erst überwinden. Sie sehen, hier ist es doch noch sehr schaumig. Das sind die Reste vom Abführmittel. Das ist nicht weiter schlimm. Das werden wir nachher auch durch Absaugen dann entsprechend auch entfernen können. So. Wir haben jetzt ungefähr ein Drittel geschafft. Jetzt muss das Gerät weiter vorgeführt werden. Manchmal muss man auch die Position vom Patienten verändern. Das ist von Patient zu Patient verschieden. Grundsätzlich dauert eine Darmspiegelung aber immer länger als eine Magenspiegelung, verständlicherweise. So, wir befinden uns jetzt bereits im Dünndarm. Wir haben in diesem Fall das eine Meter Dickdarm überwunden und sind in den Dünndarm eingetaucht, der ja in den Dickdarm hineinmündet. Hier sieht man das sehr schön. In diesem Fall ging es darum zu klären, warum der Patient Durchfall hat. Deswegen lohnt sich in diesem Fall auch eine Inspektion des unteren Dünndarms. Wir nehmen jetzt eine Probe der Schleimhaut. Zange öffnen bitte. Zange schließen. Okay, so, das wäre Probe 2. So, jetzt ziehen wir das Ganze zurück. Buscopan ist gegeben worden, nicht? Wir haben dem Patienten jetzt ein Medikament gegeben, das den Darm ruhig stellt.
damit er sich nicht zu viel bewegt. Und dann können wir die Schleimhaut etwas besser inspizieren. Aber in diesem Fall ist es so, dass die Dünndarmschleimhaut völlig normal aussieht. So, wir werden jetzt in wenigen Zentimetern wieder im Dickdarm landen. So, hier ist noch ein kleines Stückchen. Und jetzt sind wir im Dickdarm. So, Sie können sehen, die Schleimhaut vom Dickdarm ist wesentlich glatter. Hier sind es noch so kleine Nahrungsmittelreste, Körner. Und Sie können sehen, hier so eine Mitte, das kann man ahnen, ist der Eingang zum Blinddarm. Und was wir jetzt machen, ist, dass wir den Dickdarm inspizieren. Sie können sehen, wir haben etwas Luft gegeben, damit das Ganze sehr schön entfaltet ist. Und man spült da noch ein bisschen, damit auch die Nahrungsreste weggespült sind. Sie können aber auch an diesen kleinen Resten sehen, wie wichtig es ist. In diesem Fall, der Patient muss ja den Darm reinigen vor der Untersuchung. Und es ist enorm wichtig, dass der Darm gut gereinigt ist, sonst kann man die Schleimhaut nicht vernünftig inspizieren. Jetzt ist es so, dass man das Gerät, also das Glasfaserkabel, das im Dickdarm ist, langsam zurückzieht und beim Rückzug die Schleimhaut inspiziert. Und wonach man bei den meisten Menschen sucht, sind Polypen, also Wucherungen. Dieser Patient hat aber auch Durchfälle, sodass ich die Zange nochmal bitte brauche. Durchfälle, gerade bei älteren Menschen, sind manchmal auch durch Entzündungen der Schleimhaut verursacht, die man mit dem bloßen Auge nicht sehen kann. Deshalb benötigt man hier auch wieder eine kleine Probe. So. Und jetzt führe ich wieder die Zange vor. Zange auf, bitte. Zange zu. Okay, die nächste Probe, bitte. Jetzt haben wir noch eine kleine Schleimhautprobe genommen. Das sind harmlose Schleifspuren durch das Gerät. Das ist normal und nicht schlimm. So, jetzt inspizieren wir auf dem Rückzug die Schleimhaut des restlichen Dickdarms. Wie ich Ihnen gesagt habe, circa 1 Meter. Und wie erwähnt, in den allermeisten Fällen sucht man nach Polypen. Polypen sind gutartige Wucherungen der Darmschleimhaut und aus denen dann auch Darmkrebs entstehen kann. Deshalb ist es sehr wichtig, die Schleimhaut gut zu inspizieren. In diesem Fall ist wieder etwas Schaum im Weg. Das muss man wegspülen. Hier sind aber keine besorgniserregenden Auffälligkeiten zu sehen. Jetzt nehmen wir nochmal eine Probe der Darmschleimhaut, um mikroskopische Veränderungen nicht zu verpassen. Mikroskopische Veränderungen sind solche, die man nur unter dem Mikroskop sieht. Also mit dem nackten Auge sieht man nicht alles. Es kommt immer darauf an, welches Problem der Patient hat und danach richtet man sich bei der Untersuchung. Jetzt wird wieder die Zange vorgeführt. Zange auf. Zange zu. Und die nächste Probe bitte. So, jetzt gehen wir weiter zurück. Auch hier müssen wir wieder ein bisschen spülen. So. Wie gesagt, damit der Darm sich entfaltet, das ist ja nicht normal. Letztlich ist der Dickdarm ja so ähnlich wie ein Fahrradschlauch. Auch den Fahrradschlauch, den kann man von innen nur dann inspizieren, wenn man genügend Luft gibt. Und das ist auch dies hier der Fall. Ich muss also CO2 in den Darm hineinpusten, damit er sich so schön entfaltet wie jetzt und wir ihn gut beobachten können. So, was wir hier gesehen haben, wir haben hier, das können Sie vielleicht grob erkennen, so einen Bereich der Schleimhaut, so eine Schleimhautvorwölbung gesehen. Und diese Schleimhautvorwölbung, die entspricht mit hoher Wahrscheinlichkeit Polypengewebe. Wir haben deshalb etwas Flüssigkeit in die Schleimhaut hineingespritzt, sodass sich diese Stelle von der Unterlage etwas anhebt und wir sie dadurch dann auch mit etwas mehr Sicherheit entfernen können. Die Wand des Dickdarms ist nur 3 mm dick. Die Keilschlinge bitte. Und deshalb, Keilschlinge bitte. Und deshalb ist es so, dass man hier ein Flüssigkeitsdepot
in die Schleimhaut hineinspritzt. Auf die Art und Weise hebt sich die Veränderung ab und man hat eine höhere Sicherheit, dass man die Darmwand nicht verletzt. Langsam schließen die Drahtschlinge, ganz langsam, ganz langsam, ganz langsam, ganz langsam und jetzt durchziehen. So, und so, danke schön. So, jetzt haben wir mit der Drahtschlinge, jetzt können Sie wieder schließen, jetzt haben wir mit der Drahtschlinge diesen Polypen abgetragen und der wird jetzt an den Pathologen geschickt. Wir haben jetzt einen Teil der Untersuchung jetzt übersprungen. Es ist in der Zwischenzeit nichts weiter passiert. Wir haben einfach das Kabel etwas zurückgezogen. Was Sie hier sehen in der Nähe des Darmausgangs, wir befinden uns jetzt schon in der Nähe des Darmausgangs, hier sehen Sie so eine kleine Aussackung der Schleimhaut. Das ist ein häufiges Phänomen im Alter. Das sind sogenannte Divertikel-Aussackungen der Schleimhaut, die letztlich unmittelbar nicht gefährlich sind, aber man kann im Bereich solcher Divertikel auch Entzündungen entwickeln. Das muss man nur wissen. Das ist aber ansonsten nicht gefährlich. So, wir kommen jetzt gleich in Richtung des Darmausgangs. Hier ist noch so eine kleine Aussackung. Also Divertikel liegen mehrere vor. Das ist aber ganz typisch. Das ist ein rein mechanisches Problem. Wenn der Stuhl sehr fest ist und ein sehr hoher Druck im Dickdarm vorhanden ist, dann entwickeln sich solche Divertikel, so wie auch in diesem Bereich. So. Wir nähern uns jetzt dem Darmausgang. Ernstere Dinge wie Polypen oder Tumore anderer Art waren zum Glück bisher jetzt nicht zu sehen. Jetzt hat es der Patient gleich geschafft. Die Untersuchung ist jetzt so circa 20 Minuten lang gewesen und war jetzt ohne besondere Vorkommnisse. Patient schläft, hat von der Untersuchung nichts mitbekommen. So, jetzt befinden wir uns im Mastdarm, 10 cm in der Nähe des Darmausgangs. Hier muss man nochmal genauer schauen. Hier wird ein bisschen Flüssigkeit abgezogen, aber auch hier gilt es natürlich sorgfältig zu schauen. Jetzt werde ich noch einmal den Darm, das Gerät biegen, um auch dann noch einmal alles gut zu sehen. Aber hier ist zum Glück nichts Besorgniserregendes zu sehen. So, ja, also es wird jetzt noch etwas Luft abgesaugt und fertig ist die Untersuchung.